Hey yo Leute, ich bin's, Make vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir einfach unsere Erkundungstour abgeschlossen und Impa hat uns gesagt, wir sollen noch mal die Fotos, die wir gekriegt haben, von ein paar Parts rekonstruieren, um uns vielleicht ein bisschen dran zu erinnern, was wir so gemacht haben. So, ich habe Folgendes vor heute. Wir werden zu diesem Stall da hinten gehen, unser Pferd abholen und dann zu dem Beacon, den ich gesetzt habe, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da eines der Fotos, und zwar genau dieses hier, dieses Foto erstellt wurde. Und ja, da werden wir mal hinschauen, weil wir müssen nur eins rekonstruieren. So, ich kann momentan nicht kochen. Das ist schade. Ich werde... habe ich noch irgendwas, was meine Ausdauer verstärkt? Nein, habe ich nicht. Nun gut, ich mache mich auf den Weg. Ich werde fliegen. Okay, das war keine gute Idee momentan. Da ist unten ist ein Guardian. An dem komme ich vorbei, das ist klar. Der Wind weht gerade nach links. Ich werde nach da fliegen erstmal. Mal schauen, ob ich von der Ausdauer her das schaffe. Ich hoffe mal schon. Wäre blöd, wenn nicht, ne? Wolfling kommt zu uns teleportiert. Apropos Teleport. Scheiße. Apropos Teleport. Ich hätte mich einfach zum Ding teleportieren können. Da ist ein Guardian. Mit dem will ich jetzt nichts zu tun haben. Erstmal. Ich werde ihn so gut es geht umgehen. Ich möchte aber von ganz weit oben abspringen eigentlich. Wo ist der hin? Da hinten. Er hat mich gesehen. Okay, ich fliege aber einfach weg. So. Wenn ich ins Wasser falle, sterbe ich nicht, ne? Einfach mal ein bisschen weiter am Boden. So. Nope. Ich wollte Amiibo. Denn ich werde meinen Wolf wieder rufen. Hallo? Da ist er. Sehr schön. Los geht's, Wolfling. Wolfi. Oh, ich habe zwei von den Schildern. Cool. Goshin-Schild. Habe ich wohl irgendeinem abgenommen. Komm, Wolfling. Wir wollen ein bisschen weiter. Wir wollen ja zu dem Beacon, den ich... Ne, zum Stall. Oh, wo auf der Karte ist denn der Stall? Links. Hier ist der Stall. Okay, dann müssen wir nach da. Direkt zu dem Beacon, den ich gesetzt habe. Ach ja, ich wollte mir auch noch die Karte holen. Die Karte von dem Gebiet, dann wird das alles nämlich relativ einfach. Also viel einfacher werden, denke ich mal. So, übrigens, wenn ihr Support für das Projekt zeigen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Ich appreciate das immer. Da ist ein Krog, den wir schon gemacht haben. Ich appreciate das immer. Und auch Kommentare lese ich mir fast alle durch. Außer es ist halt irgendwie so erste Kommentare. Dann ist mir das relativ egal. So, das geht viel schneller als laufen. Aua. Durch die Äste. Octorok, du bist mir gerade relativ egal. Ist dies der Turm? Ich glaube nicht, ne? Weil da ist das Plateau. Ne, da ist das Plateau. Was ist das für ein Turm? Naja. Ist ja theoretisch eigentlich auch egal. So. Das ist so ein Hase, dieser Hase. Och nö, den habe ich jetzt schon zweimal verfehlt. Der ist wohl richtig selten. Ich weiß nicht, was er bringt, aber irgendwas wird er ja schon bringen. So. Schleichling. In diesem Wald sind sehr viele Octoroks. Fick dich. Cool. Haben wir die Brücke schon überquert? Bin mir gerade unsicher. Kommt mir nicht bekannt vor. Otto-Brücke.
Nee, scheint neu zu sein. Da hinten ist der Stall. Hm. Aber den Stand haben wir ja schon eingenommen, ne? Außer der Blutmond kommt nochmal, aber der kommt irgendwie nur alle 5 Stunden, also ist schon okay. So, aua, die haben ja richtig Aim. Gut. Oh. Hopp. Ich möchte fliegen. Das geht nämlich schneller. So, jetzt hole ich mal mein Pferd. Dann kommen wir auch zum Turm. Ich sehe den Turm halt übelst gerade nicht. Oh, königliche Cuisine. Ja, für den sollen wir ja auch Rezepte holen. Pferd mitnehmen. Ja, hier, wie heißt's? Rain, ne? Zuneigung, Max. Pferd mitnehmen. Ich kümmere mich nicht um Formalitäten. Jo, dann mach mal. Ich würde nämlich gern ein bisschen schneller unterwegs sein. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wenn das Pferd... Okay. So. Dann wollen wir mal. Wir sind off. Sieht das nicht schön aus. Mit meinem Pferd und meinem Wolf bin ich unterwegs. Und werde mir nun die Location des Turms vornehmen. Der da hinten ist. Cool. Solange uns kein... Was ist denn das da hinten? Solange uns kein Guardian in die Quere kommt, kein Wächter, ist alles richtig hunky-dory. Also, auf Wächter achten. Die werden ja wohl in der Nähe des Schlosses sein, denke ich mal. Okay. Sieht aber nach einer open Fläche aus, wo einer sein könnte. Ich hoffe mal, da ist keiner. Ich halte mich einfach mal ein bisschen an die Wege. Ich sehe noch keinen. Könnte aber jederzeit aufploppen. Da ist einer. Dann gehe ich mal getrost aus dem Weg. Ich will einfach nur zum Turm. Bitte lasst mich dies tun. Da hinten ist ein Schrein. Oh, hier sieht es halt auch schon wieder so interessant aus. Oh, das ist eine... Da ist eine Truhe. Die nehme ich mal mit. Oh, da ist ein Wächter! Hyrule Garnison Rune. Oh, 100 Rubine. Okay, da ist ein Wächter. Der bewegt sich sogar. Shit. Ah, der geht weg. Okay, wir müssen uns halt ein bisschen beeilen jetzt. Noch ein Wächter! Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Warum sind die Wächter hier überall? Ganz piano. Ganz piano. Hat er mich gesehen? Der hat mich gesehen! Nein, nein, nein! Renn! Bring mich um! Bring mich um! Töte mich! Töte mich! Ich will ohne mein Pferd nicht leben. Ich will ohne mein Pferd nicht leben. Der hat mein Pferd umgebracht. Eiskalt. Okay. Nun gut. Pferd, bleib mal hier. Ich mach das alleine. Der hat mich nie im Leben gesehen. Im Leben. Ich
komme nicht zum Turm, da sind zwei Guardians. Da sind zwei Guardians und ich komme nicht hin. Ich kann meine Sheikah Slate gerade nicht verwenden. Ihr Wichskrüppel. Geht alle weg, Mann. So, ich wollte da drüben noch ein Ding setzen. Das ist keine weiteren Punkte mehr. Okay, dann ist egal. So. Da hinten sind zwei Dudes. Den helfen wir mal ganz kurz. Autschi. So, einer ist down. Den anderen mache ich einfach mal so, wie ich immer... Oh, wie ich immer alle mache. Weh, du gehst auf mein Pferd, Alter. Dann nehme ich es dir persönlich. So. Was für ein Kampf. Ich muss mehr trainieren. Ach, schon wieder Mina. Oh, das hätte böse enden können. Gut gemacht. Ich mag es zwar nicht, wenn ich jemandem anderen dankbar bin, aber hier. Ausdauer Honigapfel. Sehr schön. Nächstes Mal zeige ich es denen. Gerettet. Die der Göttin Hylia sei Dank. Der Bossin geht's gut. Ich sag's ja, wer ihn noch schätzen sucht, ist verrückt. Okay. Den haben wir schon wieder geholfen. Die sind schon zweimal in die Predulie geraten. Keine Schatztruhe. So, wo ist denn mein Marker, den ich gesetzt habe? Der muss irgendwo links von mir sein. Oh, das ist eine Bokoblin-Festung. Ey, das bumpt mich gerade mega out, dass die mein Pferd einfach getötet haben. Also, was heißt, die haben es getötet? Also, ich meine, ich habe es ja wieder. Aber... Stell dir mal vor, ich könnte nicht zurück an einen weiteren Ort und mein Pferd wäre einfach für immer verloren. Das wäre ja richtig böse. Oh, ich habe gar keine Pfeile. Okay, dann werde ich mir wohl welche gönnen müssen von Gegnern. Oh, mein Soldatenschwert ist zerbrochen. Nehme ich mal den Zweihänder. Oh, okay. So, komm her. Hopp. Ah, die haben drei schwarze. Oder blaue. Ich weiß nicht, welche genau die sind. Okay, ist zerbrochen. Soldatenschwert. Autsch. So, geh mal weg. Alter. So, du bist tot. Genau wie du. Okay. So. Headshot. Komm, gib mir Pfeile. Oh Mann, schon dreimal gestorben. Ich wollte eigentlich nicht einmal sterben, aber das ist wohl nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, weil du bist einfach in One-Hit fast down. Hätte ich meine Fee gehabt, wäre ich nicht, wäre ich gestorben. Geh mal weg. So. Pfeile. Pfeil. Gut, da hinten ist, Kisten. Ich gehe aber erstmal schauen, was hier so liegt. Stachelbokobogen. Ein Pfeil. Cool. Da müsste noch ein Pfeil sein. Ja gut, wenn die hier jetzt... Oh, Soldatenschild!
Oho. Meine Schildtasche ist voll. Ah ja, den kann ich ja hier. Wie mache ich das? Muss ich im Menü? So, den kann ich ja wegwerfen. Ist ja kein Problem. Nehme ich den mit. Muss ich aber nicht gleich anziehen, oder? So, die haben hier eine Truhe. Halt, Pfeil. Okay, Pfeile finde ich immer gut. Pfeile kann man immer gebrauchen. So, aber sonst haben die hier nicht viel. Oh, doch, da ist was. Okay, mein Reisebogen ist zerbrochen. Ich mach mir mal nichts draus. Ah, diese Guardians, diese Wächter, ne? Holy shit. Nicht cool. Überhaupt ganz und gar nicht cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so mein Fall. So, ach, da oben ist nur ein explosives Fass. Okay. Oh, das ist ein Schrein. Upsi. So. Wo ist mein Pferd eigentlich? Irgendwo da rechts, ne? Ah ja. Okay, da ist noch ein Schrein. Und da ist auch noch einer. Habe ich den schon markiert? Nein. So, wo habe ich meine Markierung gesetzt eigentlich? Irgendwo da hinten. Da, okay. Das müsste zu machen sein. In der Zeit, die wir heute noch zur Verfügung haben. So. Rain, ich komme. Oh, schade. Ich dachte, ich lande genau drauf. So, hier haben wir ein verlassenes Haus, Dorf. Wie auch immer. So. Müsste doch irgendwo hier sein. Wenn hier ein See ist, ist es. Ich sehe halt gerade überhaupt gar nichts wegen den Zwillingsbergen. Also, ich sehe gerade keine Zwillingsberge, sagen wir es mal so. Wow, ich habe nur eine Fledermaus erwischt. Okay. Oh. Autschis. Ich spiele gerade irgendwie nicht gut. So. Soldatenschwert ist zerbrochen. So, nehmen wir mal den Kopfsammler. Oh. Ups, Baum gefällt. So, Holzbündel. Kannst du mal aufhören zu regnen, bitte? Ich würde ganz gern mal. Okay, da. Ja, ich bin richtig. Ich bin in der Tat richtig. Erinnern. Hoi. Zwar regnerisch gerade, aber naja. Ich war hier schon mal. In der Tat. Da war was. Der Regen macht es jetzt halt ein bisschen. Wow, Flashback. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Daruk ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Ha. Das ist ja witzig. Oh.
Ich habe mich erinnert. Da war was. Hier war ich. Silda. Nach Goronia sollten wir. Neuer Zielpunkt. Ich soll ja jetzt wieder zurück nach Kakariko, ne? Ist ein bisschen schade. Jetzt gleich wieder. Ach ja. Jetzt geht die Sonne auch wieder auf. So. Aber nicht in der Vergangenheit zurückbleiben, sondern die Zukunft genießen. So, das heißt so viel wie, wir brauchen zwei Dungeons noch. Die waren ja hier in der Nähe. Zwei Tempel. Zwei Schreine. So, Frage ist nur, wo genau waren die? So. Einer war da rechts irgendwo. Hätte ich ihn vielleicht doch markieren sollen. Ich war ja schon in der Nähe. So. Solange wir nicht auf einen Guardian stoßen, ist alles easy. Oh. Hey. Wo war denn jetzt dieser Tempel? Den habe ich doch von da oben gesehen. Lass mich das nochmal kurz nachschauen. So. Lass mich das nochmal kurz nachschauen. Wo genau sich der jetzt befunden hat. Okay, da hinten. Das kann ich mir merken. Aber den da, den werde ich markieren. Du hast keine Punkte mehr. Dann werde ich mal den hier auflösen. Mir wird auch angezeigt, wo ich zuletzt gestorben bin. Leider wird nicht angezeigt, wo man immer gestorben ist. Okay, so. Hier, den kann ich jetzt markieren. Was ist das eigentlich für Flüssigkeit da hinten? Das sieht ja irgendwie kacke aus. So. Ich komme. So, jetzt lande ich aber drauf. So. Ich wollte A drücken, hab B gedrückt. Verdammt. Wie oft ist mir das schon passiert? So. Hoffentlich kommt jetzt kein Wächter in die Quere wieder. Ich habe keinen Bogen. Ta, ich habe wieder keinen Bogen. Oh, nein, upsie. Los geht's. Okay. So, den Schrein gucken wir uns mal an. So. Yakamata-Schrein. Okay, das wird auch nicht allzu schwer sein, weil man kann den ja schon machen, wenn man das erste Mal vom Plateau runter ist. Hoffe ich mal, dass der nicht so allzu schwer ist. So, ja, überspringen. Gewaltige Kraft. Was muss ich denn? Ach so. Ja, okay, da brauche ich ja Magnetmodul. So. Yay. Am besten nicht von diesem Ball treffen lassen. Hätte ich mal gesagt. Hätte man, glaube ich, auch mit Stasis machen können. Aber so geht das auch. Wow, 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 wow. Lass mal nicht machen.
Diese Mini-Guardians sind echt schlimm. Nicht so schlimm wie die echten Guardians, aber... Oh, aua. Schon nicht pleasant. Muss ich sagen. Ah, ich werde mal was essen. Was snacken. Haben wir irgendwas? Schleichdampffleisch. Röstbarsch, den haben wir irgendwie ziemlich oft. Okay, was habe ich für ein... Ich habe keine Waffe gerade. Okay. Nehmen wir mal das Zenshin-Kurzschwert. Wow. Hey, ich will die ausweichen. Noch länger warten. Okay. Ich schlage einfach drauf. Oh, cool. Wächterschwert. Schrauben. Noch ein Wächter. Antikes Zahnrad. Cool, das hatten wir noch nicht. Noch ein Wächterschwert. Okay. Mushin Großschwert. 50? Stand da gerade 50? Hä? Okay. Ah, das hat er hinten aufgemacht. Nice. Hat das 50 Damage gemacht gerade? Stand da 50 Damage? Habe ich das richtig gelesen? Ritterschwert, 26. Dafür ist kein Platz in meiner Tasche. Hä? Können wir ändern, Alter. Weg mit dir. Kann ich die Truhe nicht öffnen? Dürfte ich. Danke. Ritterschwert, 26. Nice. Nice, nice. Und dieses große Kurzschwert, 50. 50. Gibt es nicht, Alter. Okay. So, was haben wir denn hier? Ah, noch ein Guardian. Tot. Und tot. Wächterlanze. 26. Nee. Es hat nur 10, aber die kann man gut werfen, denke ich. Mobkeule brauche ich nicht, denke ich. So, nehme ich mal die Wächterlanze mit. So, hier brauche ich irgendwas. Das ist ein ziemlich großer Dungeon, muss ich sagen. Ha! Nein! Ah! Habe ich nicht dran gedacht. Stasis. So. Was ist das? Okay. Hier muss ich irgendwie alles benutzen. Das ist ziemlich geil. Ha. Was muss ich da dann machen? Kryonis? Ne. Natürlich nicht Kryonis. Bomben. Nope. Okay, was macht das Ding da oben? Das weiß ich immer noch nicht. Nichts? Okay. Ah doch, das macht irgendwas. Ach so. Ah. Da brauche ich meine Motion Controls. Okay. Mehr ausholen. Schneller drehen. Okay, einmal noch. Der muss darüber. Okay, cool. Das war witzig und es hat erstaunlich gut funktioniert. Was ist da los? Motion Controls sind gut. Ehrlich, das war wirklich gerade erstaunlich gut. Antiker Reaktorkern. Nice. So, was haben wir hier? Nicht viel.
Ich denke, langsam dürfte das Rätsel auch mal fertig sein. Der Schrein, meine ich. Ja, das ist das bodenlose Abgrund. Habe ich noch eine... Ich habe noch eine Fackel, ne? Warte mal ganz kurz. Das mache ich anders. Die ist jetzt nicht im Ernst da oben gelandet, oder? Kacke. Ja, damit kann ich aber nichts anfackeln. Ja, scheiße. Bomben? Bin ich dumm? Shit. Ha. Kann ich die im Springen werfen? Ha. Nee. Kann ich nicht. Scheiße. Das geht das nicht. Los. Okay, cool. Okay. Ich hab's verstanden. Stasis. So. Was mit meiner Fackel? Die liegt jetzt für immer da oben. Schade. Aber was haben wir denn hier noch? Wie lange geht denn dieser Schrein? Okay, was macht das? Okay, Stasis. Ich hab noch einen Hammer, ne? Ja, das hat die Tür gut aufgemacht. so. Was hier noch? Noch eine Truhe. Alter, hier kriege ich ja echt viel Scheiß. Silberne Rub 100 Rubine. Dieser Schrein ist nice. Der ist ziemlich nice. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie ein Schalter. Der Eisenhammer zerbricht gleich. Das ist schade. So. Bin aber noch nicht ganz fertig hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens, da hinten ist noch eine Truhe. Das kann ich mal nicht auf mir sitzen lassen. Dass die da noch ist. Und zweitens, ich will meine Fackel nochmal. Diamant. Oh, der wertvollste Edelstahl in Hyrule. Oh, wow. Sehr schlau. Sehr schlau, Make. Wie wär's, wenn du einfach nochmal hier das probierst? Wo ist meine Fackel? Ich will sie wieder haben. Ich hab sie doch so gern. Vorne liegt sie. So. Komm her. Ja, Fackel. Gut. Auch wenn ich mir noch nicht ein einziges Mal selbst eine Ding gemacht habe, eine Basis. Was ist denn da oben? Sieht auch so aus, als wäre es da rausgekommen aus dem Boden. So. Das muss ich mal beobachten.
was da so los ist. Das geht nicht runter, okay. Da kann ich aber auch nicht drauf. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Gut, dann kann ich jetzt den Tempel endlich abschließen. Ich meine den Schrein. Kurzschwert hat keine Reichweite, Make. Merkt es dir mal bitte. Gut, Leute, aber das war's für diesen Part. Ein bisschen Überlänge, aber hey. Soll euch ja nicht stören, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr wollt, im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Oder ähnliches. Ja. Und, subscriben, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, ne? Also bis dann. Und ciao.